Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Verkündung der Nominierten für den Deutschen Schauspielpreis 2022, die dieses Jahr ausnahmsweise nicht im Hotel am Zoo stattfindet. Und das hat seine Gründe. Produktionen wurden von der Vorauswahljury gesichtet, 116 an die Nominierungsjury weitergegeben, die daraus heute die Nominierten in 8 Kategorien gefunden haben werden. Und was für eine tolle Nominierungsjury haben wir dieses Jahr wieder. Eva Meckbach, Ruth Reinicke, Jane Schirwer, Laura Luisa Garde, Rainer Strecker, Rainer Bock und Oliver Reinhardt. Und die sitzen schon seit letztem Jahr Dezember zusammen und reden sich die Köpfe heiß, wer von den wunderbaren KollegInnen nominiert werden soll. Wir sind hier in der wunderbaren Event-Location, The Grand. Was viele aber nicht wissen, früher war hier die Kommunalarmenschule. Und über diese Schule existieren die wildesten Gerüchte. Zum Beispiel, dass die Türen zum Lehrerzimmer gepanzert waren. Ja, die Jury hat sich leider immer noch nicht entschieden, aber die Zahl der zu sichtenden Filme und Serien war auch in diesem Jahr wieder sehr groß. Die Konkurrenz hart, die Qualität hoch und die Jury sehr meinungsstark. Aber wir rechnen minütlich mit einer Entscheidung. Und damit wir sicher sein können, damit das heute auch klappt, haben wir sie im ehemaligen Lehrerzimmer eingesperrt. Und da kommen sie erst raus, wenn sie sich entschieden haben. Nicht? Uns bleibt derweil nur Geduld und ein Sektchen von Geldermann. Ja, mir macht Spaß. Ha! Gewonnen! Nee, das war Schere. Schere schneidet Papier. Das war doch keine Schere. Doch. Entschuldige, deine Hand hat eine Faust gemacht. Faust heißt Stein. Nein, das war noch Faust. Du hast mich nicht die Schere machen lassen. Du hast nur die Faust gesehen und zack, mit deinen Papieren zugegriffen. Ja, du musst schon durchhaben. Manchmal fuckst du mich wirklich an. Ey, hast du schon mal was von dramatischer Verzögerung gehört? Genau so haben wir es abgemacht. Ich gewinne dreimal. Wo ist die Cola? Du gewinnst. Was denn? Die Tür ist abgeschlossen. Ja, mach die mal auf, bitte. Ja, geht halt nicht. Das geht leider nicht. Wie geht nicht? Ich muss auf Toilette. Ihr müsst mal die Tür aufmachen jetzt, bitte. Macht ihr die Tür auf, Idioten? Der ist aber unfreundlich. Sie dürfen erst raus, wenn Sie eine Entscheidung getroffen haben. Tut mir leid, aber ihr dürft erst raus, wenn ihr eine Entscheidung getroffen habt. Anweisung von oben. Anweisung von oben. Gilka. Schmeckt irgendwie nach Meer. Nee, klingt nicht. Pad-Konzept. Hier, nimm mal lieber ein Kissen, ist bequemer. Schatzi, gibst du mir kurz die Antifaltencreme von Dr. Theis? Gibt's nicht. Nur Melatonin-Einschlafspray plus. Ja, nehme ich auch. Wenn ihr jetzt nicht diese verdammte Tür aufmacht, dann muss ich sie aufbrechen, ja? Das soll er mal versuchen. Haben wir damals auch nicht geschafft. Damals? War meine Schule. Die Tür zum Lehrerzimmer war gepanzert. Aus Gründen. So, das war der Aperitif. Jetzt habe ich Hunger.
Gibt's hier was zu essen? Gibt's hier was zu essen? Pizza vielleicht. Pizza vielleicht? Von Gustavo Gusto. Von Gustavo Gusto? Oh. Lecker. Wo bleibt eigentlich meine Cola? Naja, ich kann hier ja nicht weg, aber wie wäre es mit Getränke, Hoffmann? Die bringen dir jetzt alles... Jetzt hör mir mal zu, du kleiner Pisser. Du besorgst mir jetzt sofort meine Cola oder wir kriegen hier einen Ort. Das war schnell. Hörst du das? Nee. Es ist verdächtig ruhig. Wir haben eine Entscheidung! Sie haben eine Entscheidung. Öffnet die Tür! Gute Arbeit! Die Nominierten in der Kategorie Starke Auftritt sind Jasna Fritzi Bauer in Ferdinand von Schirach Glauben, Jule Garzke im Tatort Masken, Sarah Victoria Fricke für Kaiserschmarrndrama und Steffen Münster in Schneller als die Axt. Ich gratuliere allen Nominierten von Herzen. Über Humor lässt sich streiten, aber wir sind uns einig geworden. Die Nominierten in der Kategorie Komödiantische Rolle sind Anja Kling in Das Begräbnis, Lisa Wagner in Die Wespe, Moritz Bleibtreu in Faking Hitler und Florian Lukas in Die Wespe. Ich gratuliere allen nominierten Kolleginnen und Kollegen und ich drücke euch ganz fest die Daumen. Ich freue mich, euch die Nominierten in der Kategorie Dramatische Nebenrolle vorstellen zu können. Nominiert sind Sandra Borgmann in Der König von Palma, Zeynep Saleh in Tubab, Harald Windisch in Im Netz der Camorra und Georg Friedrich in Große Freiheit. Herzlichen Glückwunsch. Nominiert in der Kategorie Nachwuchs sind Erdin Güvercin für Druck, Canan Kir für Die Welt wird eine andere sein, Dora Ziguri für Die Saat und Marius Arendt für The Billion Dollar Code. Herzlichen Glückwunsch. Nominiert in der Kategorie Dramatische Hauptrolle sind Hanno Koffler in Die Saat, Hayley Louise Jones in Ivy wie Ivy, Franz Rogowski in Große Freiheit, Lavinia Wilson in Legal Affairs, Meltem Kaptan in Rabih Kurnaz gegen George W. Bush und Elsie de Brau in Zum Tod meiner Mutter. In der Kategorie Duo sind nominiert Verena Altenberger und Kamil Jamal im Polizeiruf 110 Schrödingers Katze, Merit Becker und Marc Waschke im Tatort Die Kalten und die Toten und Faber Dieng und Julius Nitschkow in Tubab. Herzlichen Glückwunsch! Hallo, ich habe die Freude, die Nominierten in der Kategorie Episodische Rolle bekannt zu geben. Nominiert sind Jule Böwe im Tatort Die Kalten und die Toten, Daya Mahotkin in Jenseits der Spree, Vito Sack im Tatort Die Kalten und die Toten und Ada Philine Stappenbeck im Polizeiruf 110 Hildes Erbe. Herzlichen,
Herzlichen Glückwunsch! Wir sehen uns am 9. September. Oh, ich habe kein Geld dabei. Eine Nachzahlung der GVL. Ich lade dich ein.